Hallo zusammen, mein Name ist Oliver Schwedes. Ich leite das Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung an der TU Berlin und möchte etwas sagen zu den Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die von uns allen gewünschte Verkehrswende gelingen kann. Insbesondere, warum wir uns nicht auf technische Innovationen verlassen können, sondern auch unser eigenes Verhalten, unseren eigenen Lebensstil in den Blick nehmen müssen, warum wir Verkehrspolitik als Gesellschaftspolitik begreifen müssen. Vielleicht zunächst zu den Herausforderungen, die uns natürlich alle zunehmend vor dem Hintergrund des Klimawandels vor Augen stehen. Also die CO2-Emissionen im Verkehrssektor, um nur einen Indikator zu nehmen. Und hier zeichnet sich der Verkehrssektor durch eine Besonderheit aus, durch ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn wir hier mal die gesamten Emissionen nehmen seit dem Jahr 1990, dann gehen die tendenziell zurück. Und wir gucken mal diese unterschiedlichen Sektoren, die immer wieder genannt werden, Energiewirtschaft, Industrie, die Gebäude und die Landwirtschaft bis hin zur Abfallwirtschaft. Da gibt es tendenziell einen Rückgang, da gibt es Erfolge bei den Reduktionen der CO2-Emissionen. Ausnahme bildet hier der Verkehrssektor. Hier haben wir tatsächlich sogar noch Steigerungen, Tendenz, weiter Wachstum im Verkehrssektor bezogen auf die CO2-Emissionen. Das ist erklärungsbedürftig und um das erklären zu können, muss man kurz auf die sogenannte Wachstumsspirale eingehen im Verkehrssektor. Die Effizienzgewinne, die wir hier im Verkehrssektor eingefahren haben, etwa durch sparsamere Motoren, die weniger Benzin verbrauchen, damit weniger CO2 emittieren, die haben tatsächlich zur Reduktion beigetragen. Aber insgesamt wächst der Verkehrssektor global, aber auch national immer weiter. Hier nur mal aufgetragen, der Autobestand weltweit. Aber nochmal, was im globalen Maßstab gilt, gilt auch für Deutschland etwa. Hier nehmen die Zulassungszahlen der Pkw weiter zu. Das Gleiche gilt auch für den Wirtschaftsverkehr, der globale Wirtschaftsverkehr, genauso wie der nationale Wirtschaftsverkehr. Es gibt eine enge Kopplung zwischen Wirtschaftswachstum und Verkehrswachstum. Kein Wirtschaftswachstum ohne Verkehrswachstum. Und die globalen Güterströme werden ja vor allem über das Wasser realisiert. Auch diese Wachstumsraten, immer mehr Güter mit immer größeren Containerschiffen weltweit transportiert. Nochmal zurück auf die nationale Ebene, die uns ja betrifft. Sonst kann man immer leicht sagen, globaler Maßstab, da können wir nicht viel machen. Was können wir in Deutschland machen oder was zeichnet sich in Deutschland ab? Auch hier nochmal die Prognosen der Bundesregierung im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans, die Verkehrsverpflichtungsprognose bis 2030. Überall Wachstum im Personenverkehr wie im Güterverkehr bis 2030. Das ist ein Problem, weil dann erreichen wir die Klimaziele nicht, beziehungsweise der Verkehrssektor wird seinen Beitrag nicht leisten zu den notwendigen CO2-Reduktionen und dann werden wir auch die Klimaziele 2030 reißen, also nicht erreichen, verpassen, die wir 2020 schon einmal verpasst haben. Wir sprechen also von der Wachstumsspirale, dem ständigen Wachstum des Verkehrs, immer größere Verkehrsleistungen, höher, schneller, weiter, immer mehr Verkehr wird immer schneller über immer größere Distanzen organisiert. Das sind im Grunde die olympischen Ideale, die hier dem Verkehrssektor zugrunde liegen. Das Dilemma, das sich daraus für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung ergibt, möchte ich am Beispiel des Erfolgsmodells der Regionalisierung, also der Entwicklung des Schienenpersonennahverkehrs, zeigen. In den letzten 20, 30 Jahren, seit Mitte der 90er Jahre, wurde der Schienenpersonennahverkehr massiv gefördert, subventioniert mit viel Finanzmitteln, weil es eines der nachhaltigsten Verkehrsmittel ist und man erreichen wollte, dass die Menschen umsteigen vom privaten Pkw auf insbesondere den Schienenverkehr. Und tatsächlich hat man erreicht, hier Steigerungsraten von 36% auf die zurückgelegten Kilometer im Schienenpersonennahverkehr. Auch die Anzahl der Personen ist sogar um 56% gestiegen seit Mitte der 90er Jahre. Und wie erwähnt, wir haben uns das was kosten lassen. 172 Milliarden wurden hier investiert von der öffentlichen Hand, um das zu erreichen. Und könnte man sagen, das ist eine gute Investition im Sinne einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung. Also lassen wir uns das auch was kosten. Gucken wir uns jetzt mal an im Vergleich, wie sich die Situation darstellt. Also wie haben sich die Verhältnisse entwickelt? Motorisierter Individualverkehr, also Pkw-Verkehr, das private Auto versus der Kollektivverkehr, insbesondere der Schienenverkehr. Hier aufgetragen Eisenbahnverkehr, öffentlicher Straßenpersonenverkehr, wenn wir die mal zusammennehmen. Und wir sehen hier seit Mitte der 90er Jahre überhaupt keine Verschiebung im Verhältnis des motorisierten Individualverkehrs. Hier blau aufgetragen mit weit über 70%, 75% eigentlich konstant an den gesamten Verkehrsleistungen.
und dann der relativ geringe Anteil des öffentlichen Verkehrs. Und was noch schlimmer ist, die Prognosen, die ich schon eben erwähnt habe, bis 2030 zeigen, dass sich an diesem Verhältnis nichts ändern wird. Also auch hier keine Verschieben zugunsten nachhaltiger Verkehrsmittel. Und damit ist dann leider zu erwarten, dass auch hier die politischen Ziele, die Klimaziele nicht erreichen werden. Die Folgen, muss ich gar nicht viel zu sagen, die stehen uns allen vor Augen mit Blick auf den ökologischen Fußabdruck, den ich hier nochmal aufgezeigt habe. Wir haben hier die gestrichelte Linie, die weltweite Biokapazität, also die Kapazität unserer Erde, die verbrauchten Ressourcen zu regenerieren, also die CO2-Emissionen etwa, die freigesetzt werden, durch Photosynthese wieder in Sauerstoff umzuwandeln und diesen biologischen, natürlichen Kreislauf aufrechtzuerhalten. Das wird durch die zusätzlichen Verbrennungen, die zusätzlichen CO2-Emissionen, insbesondere im Verkehrssektor, konterkariert. Und wenn man sich das anguckt, seit ziemlich genau 1970 leben wir hier deutlich über unsere Verhältnisse, Tendenz weiter steigen. Und zwar in allen Bereichen. Das gilt nicht nur für die CO2-Emissionen, die hier besonders deutlich zutage treten, also die Kohlenstoffausscheidung, sondern das gilt auch für die Fischereigründe etwa und die anderen hier aufgetragenen Sektoren, also die Überfischung unserer Meere und das Aussterben der Arten, was damit verbunden ist. Und der Verkehrssektor trägt hier eben seinen großen Anteil bei. Was sind die Lösungsansätze? Wir haben im Grunde seit Jahrzehnten in der Verkehrsplanung und Politik drei Ansätze, die sogenannten drei Vs, verbessern, verlagern, vermeiden. Also Verkehr verbessern, nennt sich auch Effizienzstrategie, Verkehr verlagern, Effektivitätsstrategie und den Verkehr vermeiden, das ambitionierteste Ziel, die Suffizienzstrategie. Auf die drei gehe ich kurz ein und wir sollten sie immer im Dreiklang sozusagen versuchen zu denken. Nicht die eine Strategie, sondern alle drei müssen verfolgt werden. Das ist der ursprüngliche Gedanke dieser drei Nachhaltigkeitsstrategien. Dann erreichen wir in der Summe eine nachhaltige Verkehrsentwicklung. Ja, Verkehr verbessern heißt nichts anderes wie technische Innovation mit dem Ziel, Effizienzgewinne einzufahren. Und das meint die schon erwähnten sparsameren Motoren, die weniger Benzin verbrauchen und damit weniger CO2 emittieren. Da haben wir Erfolge erzielt. Das ist die beliebteste Nachhaltigkeitsstrategie und technische Universitäten stehen im Grunde dafür, diese technischen Innovationen hervorzubringen mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern und damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Das ist eine wichtige Strategie, aber wir haben auch gesehen, vor dem Hintergrund der Wachstumsspirale werden diese Effizienzgewinne kompensiert und überkompensiert durch ein absolutes Verkehrswachstum, was in der Summe dazu führt, dass die CO2-Emissionen nicht gesenkt werden konnten im Verkehrssektor, sondern sogar weiter steigen. Wir haben ja glücklicherweise eine zweite Strategie, das Verlagern, die Effektivitätsstrategie, also effektivere Verkehrsmittel einzusetzen. Und effektiver ist zum Beispiel hier die abgebildete Straßenbahn. Also wenn wir dieselben Wege zurücklegen auf der Schiene mit so einer Straßenbahn in kollektiven Verkehrsmitteln, dann ist der Aufwand wesentlich geringer pro Kopf, als wenn jetzt jeder, der in der Straßenbahn fährt, seinen privaten PKW nutzen würde. Also dieses Verlagern auf effektivere genutzte Verkehrsmittel ist eine zweite Strategie, die wir neben der Effizienzstrategie verfolgen müssen und die wir nicht erreicht haben bis heute. Und im Moment sieht es nicht so aus, ich hatte es gezeigt, laut der Prognosen, dass wir das erreichen werden. Also da ist noch viel Luft nach oben. Also diese Strategie ist noch nicht wirklich bedient worden bisher. Das Gleiche gilt für die unbeliebteste Strategie, das Vermeiden von Verkehr, also auf Verkehr verzichten. Wir hatten das in letzter Zeit mit dem Thema der Flugscham bezeichnet. Also müssen wir jedes Jahr einmal in den Urlaub fliegen oder können wir da auch drauf verzichten? Und so gilt das für viele Wege, die wir machen, die wir sehr einfach machen, weil wir etwa einen privaten PKW vor der Haustür haben, mit dem wir alle möglichen Wege schnell und komfortabel zurücklegen können, aber eben nicht besonders nachhaltig und darüber nachzudenken, was sind da die richtigen Alternativen und wie können wir auch auf Wege verzichten, wie können wir unser Leben anders organisieren und damit auf Wege verzichten und damit auf immer mehr Verkehrswachstum zu verzichten, das ist eine große Herausforderung und da braucht es mehr als technische Innovationen, da müssen wir unser Leben neu organisieren, arbeiten und wohnen neu organisieren, um kurze Wege realisieren zu können, weniger Verkehr erzeugen zu müssen.
Ja, diese drei genannten Nachhaltigkeitsstrategien sind seit langem bekannt. Sie müssen aber initiiert werden und es muss eine Nachfrage geben, insbesondere auch eine Bereitschaft, eine Offenheit, darüber nachzudenken, wie wir unser gemeinsames Leben und Wirtschaften neu organisieren können. Und diese Initiative kann nur von den Bürgern selbst kommen. Und da haben wir ja glücklicherweise in den letzten Jahren so einige Initiativen, die da schon sehr viel bewegt haben. Volksentscheid Fahrrad in Berlin, mittlerweile bundesweit Volksentscheide, die in Richtung Fahrradverkehr als Alternative zum privaten Pkw die Dinge voranbringen. Fridays for Future im globalen Maßstab. Changing Cities als ein Verein, der auch bundesweit solche Entwicklungen unterstützt. Das sind wichtige Initiativen, die die etablierten Institutionen bis hin zum Verkehrsministerium in Schwingungen bringen. Von diesen etablierten Institutionen ist die Verkehrswende nicht zu erwarten. Ja, sind solche Initiativen nicht zu erwarten. Diese Institutionen haben sich eingerichtet seit Jahrzehnten in einer autofixierten Verkehrspolitik und Planung. Und die progressiven Initiativen müssen von den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Und da ist viel Hoffnung. Hier nur nochmal aufgezeigt, was sich da schon alles getan hat, wie viele Initiativen es bundesweit schon gibt und natürlich auch im globalen Maßstab. Es ist nicht nur Deutschland, sondern weit darüber hinaus wollen die Bürgerinnen und Bürger etwas anderes. Komme ich schon zum Fazit an dieser Stelle. Die Wachstumsspirale, die ich erwähnt habe, muss durchbrochen werden. Wir müssen es erreichen, dass wir nicht ständig mehr Verkehr produzieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle und da müssen wir die Politik in die Pflicht nehmen. Ja, wir brauchen eine politische Verkehrsentwicklungsstrategie, die uns dabei hilft, uns Bürgerinnen und Bürger dabei hilft, das auch machen zu können, das auch umsetzen zu können. Ja, dass wir so Städte entwickeln, dass wir so Siedlungen entwickeln, dass wir nicht angewiesen sind auf den privaten Pkw und auf das Zurücklegen langer Wege mit dem privaten Pkw. Hier muss uns die Politik unterstützen und allein technische Innovationen reichen dazu nicht aus. Natürlich muss der Wechsel zur Elektromobilität gelingen und viele andere Technologien können uns dabei helfen. Aber wir dürfen uns nicht auf die Technik alleine verlassen, sondern die Technik soll uns helfen, unser Leben zu verändern und ein gutes Leben zu organisieren. Und ein gutes Leben heißt ein Leben mit weniger Verkehr. Ja, und das heißt, auch wir als Zivilgesellschaft müssen uns an die eigene Nase packen und müssen die Politik anregen, uns darin zu unterstützen, unsere Mobilität, unser Mobilitätsverhalten verändern zu können. Das ist keine individuelle Verhaltensänderung des Konsums, die das leisten kann, sondern nur die Politik und politische Entscheidungen können in der Summe zu diesem Ergebnis beitragen. Das heißt, wir müssen die Politik immer wieder in die Pflicht nehmen. In diesem Sinne versuchen wir das gemeinsam anzugehen und ich wünsche viel Kraft dabei.